Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, Old Bad Fellows. Was der erste Teil und erste Part von For a Better Tomorrow ist. Die kleine Reise, wo wir Garretts Vater suchen. Und wir spielen den Junior. Ja, also das ist der erste Part. Ich habe jetzt schon ein paar Parts davon gespielt. Falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Auch wenn das jetzt in der komischen Reihenfolge ist, wie ich es halt spiele. Aber das ist wie gesagt der erste Teil. Und hier geht's quasi los. Warum wir überhaupt ihn suchen, wurde bis jetzt immer noch nicht geklärt. Aber hier scheinen wir in eine Kirche einzudringen und dort zu suchen als erstes. Old Mechanist, Polly want to use steal his old maze. Sollen wir auch sogar noch was Wertvolles daraus stehlen? Cypress locked Polly's diary somewhere in the monastery. When you find everything you need, go back into the corner in the garden. Polly didn't tell anything about steal some loot. Okay, also, wer auch immer der Poidi ist, ist mein Auftragsgeber wahrscheinlich. 2200 sind es auf hart. Ich soll niemanden Unschuldiges töten und niemanden töten auf Experte. Moment, ich dachte jetzt gerade, meine Kopfhörer wollen aus meinem Ohr fallen. 3000 auf Experte und niemanden umbringen. Und wie gesagt, das sind nur zwei Sachen, die wir rausholen sollen. Ich dachte, wir sollen ein paar Spuren suchen. History of New Age haben wir im Gepäck. Ein Unsichtbarkeitstrank, der könnte sehr hilfreich sein. Wir haben, naja, keinen einzigen Moospfeil. Über den kaufen haben wir nicht mehr so viel Geld, aber der könnte für Situationen, bestimmte Situationen, kann der sehr hilfreich sein. Ich glaube, da ist sehr viel wert. So, und dann verzichten wir, glaube ich, auf das Moos und versuchen, ohne Moospfeile durchzukommen. Okay, da sind wir. Irgendwo im Nirgendwo. Moment. Machen wir mal unseren kleinen Screenshot. Ah, der Morgennebel. Alle ehrbaren Bürger schlummern sanft in ihren Betten. Nur ehrlose Typen wie ich müssen um diese Zeit arbeiten. Ein Mechanist. Oh, da ein Schlüssel. Rocky? Ruggies Key? Ob der für die Tür da ist? Halt, Eindringling. Ihr seid hier nicht willkommen. Oh, hier sind zu viele. Okay, ich glaube nicht, dass das unser Weg ist. Hier haben wir unseren Journal. Along to Karestead, all of them are suffered from Sivomis. Young Gert has not any information about father for a few weeks. The last members of Council of the Seven says that Garrett was caught at Island Torberius. Before a few days, there's Earl Moon Garrett. Was? Garrett Tarr? Contact? This one was Execution. Bla bla bla. Sehr viel Hintergrundstuff. Interessiert mich aber nicht. Ihr könnt euch ja, wie gesagt, in Ruhe angucken. Dafür ist der Schlüssel auf jeden Fall schon mal nicht. Und wir schleichen uns zu dieser Tür. Ich denke mal, das wird unser Eingang sein. Okay, das scheint die Kirche, die Küche zu sein. Mike B. Chief, Chef. Wird nicht der Key sein? Was auch immer mich dort drinnen erwartet. Achso, haben wir überhaupt eine Karte? Wir haben eine Karte. Okay, wir sind hier. Das ist die Küche. Hier können wir noch in zwei Räume rein. Okay, da ist also eine Sackgasse. Über den Essraum, das ist Esszimmer, kann ich dann hier in diesen ganzen Bereich gehen. Hier vorne war ja alles streng bewacht. Das heißt, wir können uns hier außenrum schön alles aneignen. Wir müssen aber dann irgendwie an diese Treppe kommen. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Weg. Ist auch seltsam, dass hier Mechanisten sind, aber... Hamaritenzeugs. Also gerade Hamaritentüren.
Wächter Nedel? Oder wer schläft da? Verdammt. Bin ich ja voll Fan von. An diesen Schlössern, die Ewigkeiten brauchen. Klingelingeling. Okay, das ist dieser eine Raum noch auf der Karte. Okay. Es lohnt sich schon, hier ist Käse. Aber ist hier noch ein bisschen mehr? Warte mal, dahinter ist was. Ja, dahinter ist eine Kiste oder sowas. Alter. Die machen einen Lärm. Das sind genau diese Sounds, die man die ganze Zeit hören möchte. Und dann ist man gezwungen, hier das sich auch anzuhören, weil man die ganze Zeit an dieser Kiste hängen wird. Wir brauchen 3000 Loot, das ist nicht wenig. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ah. Oh, erlöse mich. Und das für ein Gasfeuer? Okay. Ist hier oben noch irgendwas? Vor allem ein Bein, natürlich. Also, oh, guckt euch dieses riesige Brot an. Was ist das für ein Lager? Also Essen und hier auch irgendwie Kram und ein Bein. Die Mechanisten haben einfach ein Bein in ihrem Lager. Ein kleines Glöckchen. Hier scheint nichts sonst zu sein. Hm. Und ein Büchlein. Ich muss sagen, für die erste Mission macht sie jetzt nicht so den blödesten Eindruck. Hier kann ich mich nicht verstecken. Noch ein Mechanist. Hat da ein Kessel gezischt? Oder war es vielleicht etwas Schlimmeres? Noch ein Key. Schmiedet nicht den Hammer. Ein Geräusch. Die Toilette. Hier machen wir mal ein Hard Save. Oh, das ist nur so eine Kiste, wo einzelnes Zeug drin ist. Woran ich aber nicht rankomme, irgendwie. Hier ist eine Nachricht. Somebody bring out every of toilet papers again, I promise. That I do from him three times little. Maybe little than little. Was? Welcher Schatten trübte meinen Blick? Mach mal einen Screenshot. Auf meinen Augen. Das Office. Oh, jetzt hat er sich so hingedreht. Okay, keiner der Keys funktioniert. Sieht er mich? Kein Laut. Gelobt sei der Baum. Was ist das hier? Hat sie irgendwie so einen Wartungsraum? Laut, warte mal, laut Karte. Achso, geht beides nur hierher. Hier kommen wir in einen einzelnen Raum. Und hier kommen wir zu den Quartieren. Da sind die ganzen Penner. Nee, Licht ist nicht gut. Was auch immer ich hier mache. Erstmal alle möglichen Schalter aktivieren. Hier ist auch nochmal Licht, wa? Jo. Der Inquisitor. Ich glaube eigentlich nicht, dass der Key von
vom Wachmann am Fronttor, dass der unbedingt hier drinnen passen muss. Vielleicht ist der auch nur für die Türen da, aber warum überhaupt? Wenn man doch eigentlich nicht da lang gehen sollte. Aber möglich wär's. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Hä? Ist hier jemand? Hingeblieben! Weg mit den Waffen! Was? Ich muss den Schlüssel. Du kleiner Sack! Der kann da einfach durchgucken! Oh nein, ich habe nicht gespeichert. Oh, das wird schlimm. Der kann durch das Bild gucken, das ist so fies. Deswegen, ich habe mich gerade gefragt, wie konnte er mich sehen? Oh Gott, Türe. Also wenn die Türen offen sind, muss ich unbedingt speichern. Nee, warte mal. Achso, ja, hier war nichts. Stimmt, hier bin ich noch gar nicht reingegangen. Alter Schwede, sind hier viele. Das wird lustig. Ist da wer? Okay. Jetzt haben sie wenigstens aufgehört mit Schnarchen. Noch mehr. Ein Moospfeil. Ja, wieder sinnlos. Viele Pfeile. Oh nein. Ist das jetzt immer so? Dass ich jetzt jede Kiste einzeln aufknacken muss? Nein! Warte mal, welche Mission war das? Das war die von Cardia, die erste Mission. Die hatte das auch so, dass hier so viele Kisten waren. Und dann war da nur Kram drin. Müll. Ah, ein bisschen Loot. Das ist gut. Ein bisschen Loot, das ist gut. Zahnrad. Jump mal darüber. Shit. Bin zu weit gerutscht. Ah, der könnte aber aufwachen. Okay, tut er nicht. Okay, ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Okay, was ist denn dahinter? Noch ein einzelner Raum. Was geht hier vor? Toad? Todmakers für Todmaker? Oh, Technik Office Key, das. Okay. Das ist einer dieser Dinger. Secret. So, jetzt muss ich ihn nicht mehr sehen. Ah, der gute alte Drildo. Der auch was wert ist. Doch nicht mehr so geheim, oder? Was zum Fick ist das hier? Lord Eschiel. Okay, hier haben wir ein Büchlein. Ist das irgendwie eine Beschwörung? Oh, ich hab ein bisschen Schiss. Ich mag keine langen Korridore. Ich guck lieber nach unten. Cool. Ich. Oh nein, ich weiß, was das ist. Das ist bei dem Typen. Wenn jemand hier... Ergebt euch! Sofort! Shit!
Okay, warte mal. Da war doch Feuer. Warte mal, ich kann auch einfach das Licht ausmachen. In welchem Schatten verkriecht ihr euch? Der Inquisitor. Irgendwie bin ich hier im Hellen und irgendwie auch nicht. Shit. Ich würde gerne sehen, was ich hier holen kann. Das blöde Bild. Oh, da ist ein Fire Poker. Okay. Ich muss den Schlüssel hierfür finden. Der hat kein Key. Diesen Schlüssel, kann ich das nicht knacken oder was? Nee, 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 nee. Milliarden von Schlüsseln, das ist Wahnsinn. Ach Gott. Oh, Moosfall. Abgeschlossen. Noch ein Buch. Oh. Fairy Tales with Told Trickster to His Children in Dark Age, Before and After. Warum wurde das zensiert? Nochmal Trickster Stories. Verdammte Zensur. Ach, die kann ich knacken. Ist ja gar kein Geld drin. Okay. Das ist Trickster's Hand. Okay, ich kann es nicht benutzen. Okay. Der hat kein Key. Ich guck mal, was da drin ist. Tschüss, Kopf. Wenn da jetzt Loot drin ist, dann bin ich böse. Na gut, ich lass mich noch ein bisschen länger. Spannung aufbauen. Hä? Mask from irgendwas. Fabrik. Okay, es ist nur eine blöde Maske. Solange ich die nicht stehlen muss, dann muss ich das auch nicht machen. Okay, mal sehen, ob ich das schaffe. Zeigt euch und stellt meine Geduld nicht länger auf die Probe. Ich kann euch riechen. Elender Schurke. Oh, der kommt genau auf mich zu. Okay, ich muss hier auf jeden Fall nochmal zurück. Aber so ein bisschen weiß ich jetzt, was mich erwartet. Ach, ich kann hier noch Licht anmachen. Na, wie nett. Ist das eigentlich das Auge da oben? Also das Auge-Podest? Ja, ist es. Wer ist da? Was war das für ein Geräusch? Okay, jetzt fährt er wieder raus. Des großen Karas. Ist da jemand? So, das ist das Techniklaboratorium. Hier. So, dann kann ich mich den Schlüssel hier lassen.
bin so verwirrt. Okay, das scheint vielleicht ein Weg zu sein. Okay, wo soll ich jetzt hin? Hier ist ein Roboter. Der ist aber immer sehr ordentlich, der. Warte mal. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht der. Der. Vielleicht brauche ich den doppelten. Nee. Okay, hier brauche ich auch noch einen speziellen Key. Also auch hier irgendwann wieder zurückkehren. Okay, warte mal, was... Das ist das Office Water Station. Und da ist noch ein Raum dahinter. Irgendwie sehen die Klinken seltsam aus, oder kommt mir das nur so vor? Die sehen aus, als wären die irgendwie eingedrückt. Okidoki. Ach, hier waren wir ja schon drin. Da habe ich ja das hier gemacht. Das ist hier der Inquisitor-Typ. Raum. Okay. Warte mal, war noch ein... Ach so, ja, ich kann auch das Rädchen hier drehen. Was auch immer das bringt. Oh, shit. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich hier hoch. Ah, nee, halt. Dann komme ich zum Akolyten-Quartier-Bereich. Es gibt ja noch eine Etage. Achso, da... Chapel, Prison and Diving Room. Deswegen die Taucherausrüstung, die wir gesehen haben. Das ist ein kleiner Außenposten hier, nicht nur eine Kirche. Dreh dich wieder um, du Schmanko. Na? Seid ihr es, Bruder? Oh shit. Wer ist da? Was geht hier vor? Nur der süße Klang eines... Shit. Kommt herab! Oh mein Gott. Die Ratten sollten sich einen anderen Spielplatz suchen. Cedo, Novus. Das flackert hier so komisch und ich komme hier nicht rein. Die plötzliche Dunkelheit ist unheimlich. Okay, probieren wir es mal da drüben. Oh. Ah, warte mal, von denen haben wir den Key. Was ist denn hier mit dem Licht los? Ist das irgendwie so eine... Was ist mit der Kerze? Ist sie am Rumsimseln? Okay, jetzt kann ich wieder eine Sache nicht öffnen. Also die Mission ist erst seltsam. Sie ist nicht sehr flutschig auf jeden Fall. Also mit flutschig meine ich, die flutscht nicht so gut. Sie ist eigentlich relativ nervig. Oh, ich dachte, es flackert das nächste Licht. Okay, der hat hier so seinen kleinen Spielbereich. Hier wahrscheinlich Wasserspeier mittendrin und dafür ein paar Töpfe. Hä? Das ist eine Einrichtung, das ist echt seltsam. Aber das Ding ist noch zu. Warte mal. Ballermord. Ballermord. Oh, jetzt hat er mich gehört. Ich bin mir dessen sicher wie der Erbauer selbst. Na gut, wir müssen ja sowieso laden. Ich habe ja noch eine Moospfeile bekommen. Okay, warte mal, wer wohnt hier? Froni?
Auch eine Schüssel, den ich brauche. Was ist, haben wir hier? Moid. Na, Moid. Ach, da komme ich rein. Du bist Schiss, dass er mich hier sieht. Halt! In Kara. Nicht nur ich hab Schiss, es ist doch so. Okay, ich muss einfach rechtzeitig weggehen. Boah, diese Tür. Die mag mich nicht. Shit. Okay, bin drin. Wow. Ich hoffe, dass es nicht umsonst war. Ein paar Schädel. Hier fehlt ein Schädel, wie es aussieht. Ach nö, oder? Dafür habe ich jetzt so gekämpft. Dafür habe ich gekämpft. Hier ist nichts, außer ein paar Schädel. Ich glaube, die sind eh Müll. Okay, jetzt können wir noch dahinter gehen. Warte, Rugi. Ein Hammer. So, licht das mal aus. Rugis Key. Das ist die Wache an meinem Tor gewesen. Der ist auf jeden Fall ziemlich chaotisch. Der hat sein ganzes Zimmer zerlegt. Okay, kleiner Loot-Check. Wie viel haben wir denn? Achso, ja, hier, Rugi. Ich wollte ja nicht hier reinlegen. So. Wir haben. Nicht mal 1000 zusammen. Wer pennt hier? Joha. Brianna Acolyte. Und Maya, oh, Frauen wohnen hier. Nochmal ein bisschen die Tür öffnen. Okay, das ging diesmal schneller. Nein. Okay, hier haben wir noch Amaritenbanner. Das ist ja wie Spielzeug. Und. Zeigt euch! Und stellt mal. Oh nein, ich hab nicht gespeichert, wa? Fuck. Das sieht aus wie so ein. Erst dachte ich, das wäre Spielzeug, aber ich glaube, das sind einfach nur Miniaturen. Und ich glaube, das ist eher so eine Chefin für. Für Ausgrabung? Ne, finde ich Ausgrabung. Für Minenstollen. Hier ist aber ein Akolyt. Und ist das Spielsachen. Aber hier ist nichts. Oh, ich höre den so weit nebenan, das ist echt gefährlich. Zeigt euch! Nein! Nein. Ach man, leck mich doch. Kommt er jetzt hier rüber?
Die Schiff tief und fest. Tief und fest. Ja, natürlich. Okay, komm, gib mir was Gutes. Soll ich immer was sagen? Die Mission ist echt arschlangweilig. Was ist das? Eine Flöte? Du olle Flöze. Boah. Das ist wohl die größte Suppenkelle, die ich je gesehen habe. Hier ist eine Nachricht. Master Builder, what did you do? I will have a baby and I don't have a permission. What will we do? Oh, Master Builder, what will we do? Die schwanger? Die Bücher kann ich nicht lesen. Okay, hier war wieder rein gar nichts. Dafür fühle ich fühle mich so verarscht. Nachdem ich hier erstmal Ewigkeiten die Dinger knacke. So, ich habe jetzt noch einen Key übrig. Okay, das ist irgendwie jemand, den wir hier nicht haben. Warte mal, den kann ich ja nicht knacken, oder? Das muss ich mal testen. Das sind die Spielchen eines Feiglings. Das war doof. Genau die letzte Stufe habe ich nicht gesaved. Geh wieder raus. Shit, jetzt höre ich ihn nicht mehr. Oh shit. Ich habe schon besser versteckte Eindringlinge entdeckt. Die Ratten sollten sich einen anderen Spielplatz suchen. Okay, jetzt hat er sich wieder. Alles ist ruhig. Gelobt sei der Erbauer. Wer ist da? Was geht hier vor? Oh, ich muss ihn, glaube ich, abhauen. Ich glaube, der kommt hier zu nah ran. Der kommt ziemlich nah ran. Nee. Nein, geh auf. Okay. Das ist, glaube ich, der letzte Raum, oder? Ein Rostcontainer, okay. Oh, Verzeihung. Aber cool, mit der Stuhl hier so umgedreht da hängt. Wieder ein Key, den ich brauche. Und eine Nachricht. He blackmailed villager and cheating cards and dice. This is not really fair. Frail like. Should feel shame. Steckt da einfach ein Schlüssel? Laboratory Key, nicht Lootbox Key. Hier haben wir noch einen Barry-Kopf. Sonst sehe ich hier keinen weiteren Key. Warte mal, kann ich vielleicht mit dem anderen? Nee. Aha. Eure Tage der Sünde sind gezählt. So, der war offen, der war noch zu. Der war noch zu. Ich kann ja versuchen, die noch. Nein, nicht beenden. Bin ich doof. Kann ich ja nochmal versuchen zu öffnen irgendwie. Geht nicht.
Und der ging auch nicht, wa? Jo. Okay. Seid ihr es? Oh shit, 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 shit. Okay, er muss sich wieder wegdrehen. Ich habe wohl nur Moos auf meinen Augen. Muss ich einfach nur in die andere Richtung drehen. Er dreht sich natürlich in die Richtung. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Ich kann aber auch einfach hier lang gehen. So. Wo bin ich denn jetzt genau? Bin ich jetzt hier? Der Wind spielte mir oh, shit. Shit. Stille ist zurückgekehrt. Gesegnet sei Kalt. Wandelt da wer? Ich mache viel zu wenig Screenshots, aber es gibt halt kaum was zu sehen. Priest Locks Office. Nee. Okay, und da sind wir wieder. Ich bin schon überlegen, ob ich das einfach alles rausschneide. Das ist ja wirklich nicht mehr schön. Okay, was haben wir hier? Keiner da. Auf jeden Fall ein bisschen Loot. Hier brauche ich natürlich wieder weiteren Key. Ach, da ist er. Nein, das ist Safe 2 Key. Das ist einer der Safes. Der großen Safes. Alter, das ist der größte Kramer-Kopf, ey. No to myself. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Neue Aufträge. Find a package. Ach, da sind ihre Schichten, wo sie arbeiten sollen. Im Basement ist auch jemand. Wir müssen aufpassen. Die ganzen Leute sind ja die Leute, die auch hier leben. Heißt, die können auch ihre Keys bei sich haben. Na gut, das hier gehört ja den Hohepriester hier. Das wird wahrscheinlich eher kein Schlüssel sein. Also ein Universalschlüssel. Wäre nicht schlecht. Ist hier irgendwas? Nur Frieden hier. Nur Frieden hier. Ich höre Namariten. Okay. Umgedrehter Hammer. Ist das gut? Der hat auch keinen Schlüssel. Ah, das Licht ist gefährlich. Okay, ich probier's mal. Vielleicht erstmal hier vorne lang. Ne, da bin ich voll im Hellen. Vielleicht hier direkt an der Türe. Mir dünkte, ich vernehme ein Geräusch. Lügner mit gespalten. Nur Frieden hier. Sieht aber cool aus. Oh, ich kann hier lang. Vor allem, das ist die Feuerschalen. Sind aus Holz anscheinend. Gott, komme ich an der vorbei? Ich hab Schiss. Oh Gott, die Stufen sind gefährlich hier. Ich mache hier mal einen Moos. Da muss nichts los. Was ist das doch? Oh. Hier ist es mir entschieden zu hell. Vielleicht kann ich die Fackel mit einem Pfeil löschen. Schon gemacht, Garrett. Bevor du es sagen konntest.
Metall. Shit, die kommt hier auch noch lang. Oh, warum ist hier kein Klunker? Das könnte einer... Also, wir haben ja jetzt... Obwohl, eine Frau hat ja noch gepennt. Aber es sind ja auch Frauen hier anwesend. Okay, hier scheint nichts zu sein. Auf der anderen Seite ist eine Türe. Und hier ist auch eine Türe. High Priest Logoso. Der hat hier Spinnen. Ah, die sind nur Deko. High Priest Logoso's Office Key. Und... Teddybär? Okay, das ist echt disgusting. Noch ein Key? Das ist ein Badezimmer. Oh, hier noch ein paar Tropfen drin. Cool. Nein. Okay, Office Key. Vielleicht ist das Office ja da hinten. Okay, vorsichtig, hier haben wir Metall. Ich nehme einfach schon mal den Schlüssel in die Hand. Ja, es ist sein Office. Shit, shit. Das habe ich vernommen. Bleib stehen. Jetzt muss ich hier nur noch brauchbare Informationen finden. Das hier sieht doch nach einem Geheimgang aus. Yes. Oh, so viel Papier. Okay, hier kann ich nur das eine lesen hier. Was haben wir denn hier? Ist denn neue Aufträge? Message for Lord Ezekiel. We are getting closer to the Ursus. High Consuls is more angry every day for your silence. Es gibt kein Versteck, das ich nicht finde. We need these items. You should. End of message. Okay, redet von irgendwelchen Gegenständen. Dear Apostle Augusto, we have to leave order for some time. So I left by you a message for Lord Ezekiel. Ihr werdet mir nicht. Und Bruder Jo. Hier scheint einiges im Argen zu liegen. Oh, die haben gesehen, dass ich Banner zerstört habe. Back to the started. Find a way to Lord Ezekiel. Hier war auf jeden Fall ein Schalter. Dahinter. Was auch immer der macht. Nur Schrott. Die können mich einfach überall hören. Okay, also wir haben jetzt immer noch nicht das Diary von Poidy. Maze. Es gab viele Maze. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Key von ihm. Oh shit, sie hat mich gesehen. Bei
beim Erbauer. Wo seid ihr denn entsprungen? Hä, warum hat er mich gesehen? Doch nichts. Euer Versteckspiel wird euch nicht. Hat er einen Kessel gezischt? Oder war es vielleicht. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Sie kommt in meine Richtung, oder? Ja, sie kommt in meine Richtung. Halt! Gebt eure Waffen! Nein, das sind meine Waffen. Deine. Au, mein Arsch! Au, mein Hintern! Ich bin tot. Okay, also ich muss warten, bis sie weg ist. Ich könnte höchstens noch da gucken. Ob hinter dem Banner was ist. Nee. Okay. Ich dachte, dahinter wäre was. Ich habe aber auf jeden Fall das Ding angeklickt. Also okay, sie kommt gerade. Okay, der Hohepriester da unten hat die Stimme von normalen Amoriten. Okay, hier war ja sonst. Hier ist Logoso, ja, aber hier war sonst nichts weiter, wa? Ich habe ja jetzt noch den Schlüssel hier. Jetzt habe ich den von Logosus Office Key. Ah ne, den brauche ich eigentlich nicht mehr, oder? Ich habe ja das Office jetzt geöffnet. Laboratorium habe ich noch. Ich muss sie nur mal wegdrücken. Ah, die hat einen Key. Da, das ist ihr Key. Ich drück's immer ein bisschen weg. Vielleicht komme ich dann nämlich hier hinten in Basement. Komm schon. Nur ein bisschen, nur ein ganz kleines Stück. Nur ein ganz kleines Stück. Weil dann kann ich hier vorbei. Na komm, schon. Lass mich durch. An deinen dicken Arsch. Da, jetzt hat sich ein bisschen bewegt. Okay, das könnte jetzt funktionieren. Das funktioniert immer noch nicht. Oh, jetzt, warte mal, jetzt, glaube ich, jetzt. Oder? Bin schon hinter ihr. Also, fast. Wow. Komm schon, nur ein kleiner Zentimeter noch. Ah, gut. Okay. Hier unten ist auch eine Wache. Hab mir zwar den Namen jetzt nicht gemerkt, aber ich weiß, dass auf jeden Fall hier jemand sein müsste. Seid ihr es, Bruder? Oh, shit. Okay, der patrouilliert. Diving Room. Ach, Cedo. Also hier hat wirklich jeder so seinen Key, beziehungsweise manche haben nicht ihren Key. Da hinten ist dann das Gefängnis. Nicht, damit ich euch sehen kann. Na, ach, geh richtig auf. Okay, das scheint jetzt hier ins Labor zu gehen. Oder es ist wirklich eine Gruft. Oh Gott, ich habe Angst.
Eine Nachricht. Fürst of Legend. Na, ja, irgendwas mit altertümlichen Bla. Okay, hier passiert hoffentlich nichts. Wow, wir haben jetzt die Hälfte, über die Hälfte geschafft. Wir haben rund 3000. Oh. Neue Aufträge. Bonus. Found the Third Keeper Medaillen. I find something that help you in getting into Lord Ezekiel's Mansion. Optional. Haben wir auch bekommen. Ist hier sonst noch was? Nee, oder? Immer solche Bonus-Dinger. Aber irgendwo muss noch das Labor sein. Ich ertrage es nicht. Überall Dächer und Straßen. Die Luft ist erfüllt. Ha? Geht weg! Oh nein, jetzt ist er frei. Hast du mal Kleingeld? Ist nicht gut. Okay, vielleicht kann ich das ja knacken. Oh, ich kann es knacken. Wieder sehr langsam. Okay, da kommt ja von der Seite, oder? Hast du mal Kleingeld? Du fragst mich noch, du komischer Typ, der jetzt im Statuenmodus da hängt. Shit, geh weg. Hat er einen Kessel gezischt? Oder war es vielleicht etwas Schlimmeres? Kleingeld! Okay, ich glaube, hier geht's dann weiter. Ich mach hier mal ein Hard-Safe, auch wenn der Typ mir jetzt die ganze Zeit hinterher rennt. Zur Zeit. Ich mach mich jetzt auf die Socken. Ihr kriegt mich nicht. Ich kann hier nicht schwimmen. Ist das vielleicht mein Schluss? Dass ich hier zu sagen, das ist mein Fluchtweg? Okay, er greift den Heiden nicht an. Finde ich sehr interessant. Ah, shit. Der könnte mir alles gefährden hier. Och Mann, geh weg. Ist jemand gekommen? Und das Wort schwebte ihm. Gewiss waren. Jetzt kommt der andere Typ auch noch hoch. Was ist hier los? Okay, jetzt geht er wieder runter. Mir dünkte, ich vernehme ein Geräusch. Ach, verpiss dich. Nun sehe ich nichts mehr. Verschwinde. Komische Affengeburt. Im Namen des großen Karas. Nein, mach die Tür zu. Ich will lang. Die Stille ist zurückgekehrt. Gesegnet sei Karas. So. Jetzt verpiss dich. Verpiss dich nicht. Okay. Juhu, er hat aufgegeben.
Bin nicht froh, wieder hier zu sein. Was war denn da hinten nochmal? Da war ein einzelner Raum. Aber da war ja nichts. Okay, ein bisschen gemütlich hinsetzen. Und probieren wir es nochmal. Oha, was war das denn? Moment, ich lade auch mal. Nein, komme ich jetzt hier nicht mehr runter, ohne Krach zu machen. Ach man! Ach nein, jetzt ist der hier fest. Ach man! Und ich muss da hinten lang an den Typen. Ich bin jetzt hier an der Ecke. Ich muss jetzt hier wieder rein. Sicherlich habt ihr es ebenfalls gesehen. Das war wohl wieder so. Oh ja, jetzt nur nicht laden. Im Namen des großen Karas. Ist da jemand? Okay. Der ist jetzt wieder auf dem Weg in seine Zelle, hoffentlich. Das war Erem. Erem. So, und hier war, glaube ich, Cedo oder wie hieß. Wow, Masken. Also so richtig kapiere ich noch nicht so, wie ich das Ganze mache. Ich muss ja wieder das blöde Tagebuch finden. Ich habe die Vermutung, dass ich anscheinend diese großen Saves, das ist wahrscheinlich unser Ziel, dass ich dort alles finde. Jetzt finde ich... Warum? Warum finde ich jetzt das? Ich muss jetzt einfach nur den Rest der Keys finden. Na gut, dann gehen wir nochmal zu den großen Safe. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel davon. Aber vorher machen wir noch die eine Zelle noch leer. Welche Welle stört ihr? Die war die andere. Alles ist wieder ruhig. Laboratorium brauche ich auch noch. Na komm, was habe ich diesmal? Vielleicht eine Vase? Oder... Ein Türknauf, genau. Ein Türknauf, ein Türgriff. So was braucht man in jede Truhe, die auch ausgiebig verschlossen wurde. Das ist mein Lieblingstorgriff. Türgriff. Ja, Familienshow. Musik. Ja, was auch immer. Ich versuche mich nur einfach ein bisschen selbst zu motivieren, weil das einfach so dermaßen... Es ist ein Tagebuch. Es ist einfach ein doofes Tagebuch, was ich nicht brauche. Das glaube ich jedenfalls. Und da berichtet sie, oh, ich habe meine Statue fertig. Oh. Oder er. Ich weiß ja nicht, ob Winnie ein Winnie ist. Warte mal. Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Shit. Okay, na gut, dann nochmal zum Safe, würde ich sagen. Da ich immer noch nicht weiß, wo... der Rest sein soll. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. So, wir können jetzt einfach den Weg nehmen hier, aber der ist gefährlich.
Wie viele Moospfeile habe ich denn noch? Ich habe noch 2. Dann machen wir mal hier noch einen hin. Oh, endlich mal der Moospfeile, die ich benutze. Wow. Leider konnte ich es nicht sehen, ich habe es nur gehört. Okay. Ach du Scheiße, ist der nah. Das schaffe ich doch nie, wenn er so nah ist. Ah ja, wir versuchen es mal. Ja, ich tanze ab. Yeah, ich bin ein... Ihr könnt euch nicht für immer ein Mechanistendancer. Okay. Da ist das Diary. Es ist hier wirklich alles, wie ich es vermute. Heißt, wir müssen nur noch die restlichen Schlüssel finden. Und den Typen loswerden. Ach so. Habt ihr das... Habt ihr das mitgekriegt? Der hat einen Key. Okay, mal sehen, ob ich es schaffe, an dem ranzukommen. Ohne, dass ich gesehen werde. Da, der hat einen Schlüssel. Okay, vorsichtig. Yes. Priest Jocks oder Jocks Key. Wenn ich mich richtig erinnere, Jock war da drüben, das ist der Raum. Moment, ich wollte eigentlich nochmal hier hochgehen. Jetzt laufe ich immer hin und her. Ich wollte eigentlich nochmal hochgehen. Ich wollte nämlich nochmal oben beim Hauptpriester gucken, weil, wie gesagt, wir brauchen ja noch das Package und die Maze. Weil ich nicht glaube, dass die... Puh. Dass die Maze da ist. Wir gehen erstmal ganz hinten lang, solange sie gerade weg ist. Schnell, 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 schnell. Okay, hier hatte ich schon eigentlich alles durchsucht, glaube ich. Hier scheint auch nichts zu sein. Da oben ist auch nichts. Wir haben noch die komische Schriftrolle. Scheiße, und der unten hat mich mitgekriegt. Fuck, das war das Package. Oh, jetzt hängen die fest. Stopp. Ihr seid hier nicht willkommen. Aber ich will hier gern willkommen sein. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Also, ich muss nur leise sein. Wenn jemand hier ist, so möge er... Okay. Einen Schlüssel habe ich ja, oder? Ja, den Schlüssel habe ich, gut. Da habe ich noch wenigstens rechtzeitig gesaved. Nur wegen diesen blöden... Ich könnte noch einmal Moos verwenden, aber... Ich habe nur noch diesen einen Pfeil. Ist er laut? Vor allem, ich habe ja Krach hier drinnen gemacht und das hat mich verraten. Okay, also wir holen uns das Ding, dann gehen wir nochmal zum Hohepriester. Oh, schon wieder derselbe Stoß hier. Okay. Schauen noch mal dort. Hallo?
Aber wisst ihr, wo wir noch schon lange nicht mehr geguckt haben? Da, wo die Roboter waren. Da war doch auch ein Schloss an der Wand. Ich habe ja schon jede Menge Keys jetzt in der Zeit gesammelt. So, hier war definitiv nichts. Jetzt nur seine Plüschpuppe. Ich geh mal hier rein. Ich will mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Shit, ich häng fest. Nein. Oh. Hier ist nichts. Doch, ein Ring ist hier. Cool. Hallo. Ich war so gut. Oh, der geht. Jetzt geht er da nicht lang, ey. So, jetzt. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal die andere Seite hier anschauen. Hier nochmal gucken, aber ich glaube, da ist nichts. Wir gehen jetzt erstmal zum. Wow. Zum Priesterruhe. Was ist eigentlich hier. Kann ich eigentlich jetzt einfach hier vorne. Dünkte, ich vernehme ein Geräusch. Raus. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns. Es war wohl der Wind. Warum ist eigentlich das die eine Seite abgeschlossen und die andere nicht? Seltsam. Monastery of Fighter's Soul. Wenn ich hier rausgehe, werde ich sofort gesehen. Hier sind auch Maces. Nur Frieden hier. Hui. Hä? Das hat ihn nicht interessiert. Oh. Wollte eigentlich die andere auch noch schmeißen? Das ist er. Die Maze. Das Diary ist im Safe. Dann haben wir hier eigentlich nur noch den Weg. Das wissen wir über das Wasser. Also wir brauchen nur noch Loot. Über die Wasserpassage. Das ist übrigens auch die nächste. Die nächste Mission. Ein Mann wird zu euch kommen. Wir haben ja noch den einen Unsichtbarkeitstrank. Damit könnten wir theoretisch. Hier wollte ich rein. Genau. Können wir ja theoretisch verwenden. Für den Punkt mit den Saves. Nur das Rauskommen wird dann schwierig. Labor, vielleicht? Geil, gut. Was ist das hier? Das ist fürs Office selbst, okay. Okay. Auch Metallböden. Die Kiste, die abgeschlossen ist. Ist es denn. Das war jetzt seltsam. Feuerpfeile. Das braucht er nicht mehr. Was braucht er nicht mehr? Das Zeug hier. Da liegt ein Key. Hinter der Kiste. Okay, wie komme ich da hin? Moment. Ich will jetzt nicht unbedingt. Ein Tod sterben, einen qualvollen Tod. Warte mal, da war er gerade, oder? Copy of Ekrams Moneybox Key. Stimmt, das, die haben wir auch nie aufbekommen. Wow, jetzt haben wir so viele Keys hier. Okay, öffnen wir die Truhe. Ist das ein Wagen hier oder ein Dietrich? Okay.
Eigentlich ist die Kiste offen. Aber okay. Eigentlich müsste ich das Schloss bewegen und nicht die Kiste. Also die Kiste ist offen, Leute. Ich kann eigentlich direkt rein. Okay. Ich bin bereit. Gib mir den Loot. Oder die Vase oder den Müll oder was du mir auch immer geben möchtest. Da ist gar nichts drinne. Das war einfach nur Fake. So, das ist hier... Wer ist das? Joha ist das. Joha. Der hat eine Nachricht hinlassen. Help me, Master Builder. Somebody changed my tests tubes. My death is coming for me. I'm feeling like... Okay, er ist tot. Vor allem, er schreibt das ja auch noch hin. Also wenn ich sterbe, schreibe ich auch noch vorher... Irgendein Quatsch. Okay, jetzt haben wir hier einige Sachen zusammen. Jetzt verstehe ich auch, warum wir in der einen Mission vor Weapons so viel Kram mit uns rumschleppen. Das ist alles von der Mission hier. Das ist jetzt für die Box. Das ist für das Mansion, das ja in vor Weapons vorkommt. Priest Jock Key. Ah, verdammt, da hätte ich mal nochmal reingemusst. Aber weil er uns ja hinterhergeschnüffelt ist, wollte ich da nicht unbedingt nochmal hin. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Seid ihr es, Bruder? Ich habe wohl nur Moos auf meinen Augen. Beziehungsweise wir könnten auch... Oh, shit. Ihr seid entdeckt, Fremder. Nennt mir euren Namen. Da hinten lang. In welchem Schatten verkriecht ihr euch? So, als sehe ich etwas. Nun ist hier nichts mehr. Die Stille ist zurückgekehrt. Genau, hier war Jock. Sherlock Schock. Keine Ahnung, Jock. 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 Ah, der hatte auch eine Kiste, die ich nicht öffnen konnte. Okay. Das sind so viele Sachen, die man dann erstmal rausfinden muss, bevor man hier irgendwie Progress hat. Und noch ein Safe Key. Wie viele Safe Keys haben wir denn jetzt? 3, 4, 1. Okay, wir haben alle Safes. Aber wir haben eigentlich schon welche geöffnet. Einen, glaube ich, haben wir schon geöffnet. Okay, damit können wir jetzt alle Safes öffnen. Tretet hervor und erklärt euch. Oh, jetzt steht der so dämlich rum. Komm ich an dir vorbei? Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Das hängt ja so rum. Ich habe wohl nur Moos auf meinen Augen. Was stehen geblieben? So ein Blödmann. Ein Mann wird zu euch kommen. Aber er hat sich vorhin jetzt so weggedreht, deswegen warte ich jetzt einfach. Er wird einen gerechten Krieg. Und warum flackert überall das Licht? Wenn da nicht mal eine Lampe ist. Jetzt dreht er sich natürlich nicht um, oder? Doch, jetzt. Okay, probieren wir es. Shit. Welcher Schatten trübte meinen Blick? Ich habe etwas gehört. Okay. Ehre. Ich werde oh, jetzt hat er mich wieder gehört. Bemerkt. Habe. Perfekt. Eine Schriftrolle. Why you torture me? Maybe you want to my lucky dagger. It is in my ignorance. I can't give it to him. If he don't stop, it will change his test tubes. Ach, der hat ihn umgebracht. You found the lucky dagger. Third Keeper's Medallion haben wir jetzt schon als Bonus. And find something what helps you in getting into Lord. Eche hier, Mansion. Wir brauchen immer noch den Loot.
Jetzt habe ich eigentlich nur noch die Hoffnung, dass die... dass die, das Safe mich noch weiterbringt. Aha. Ich bin bereit zum Kampf. Nein. Ich bin aber auch doof. Ich laufe genau vor seiner Nase dahin. Okay, los. Hat geklappt, okay. Die Hebel sind auch einfach nur da, oder? Ich glaube, man konnte damit nicht so viel machen. So, jetzt zu den Typen. So, wir haben jetzt noch den Unsichtbarkeitstrank. Das Problem ist, ihr könnt ihn zwar verwenden, um reinzukommen, aber wie kommen wir wieder raus? Oder wir lenken ihn ab und laufen ihn hinterher. Okay, wir probieren es mal. Yay. Yeah. Schleicht nicht länger herum, sondern zeigt euch, elender Strafdieb. Ich höre euer angsterfülltes Herz. Poch, poch. Er muss sich eigentlich nur in einer guten Situation so wie vorhin hinstellen, dann würde das vollkommen reichen. Aber jetzt ist er ja die ganze Zeit gewarnt. Mit dem Unsichtbarkeitstrank würde ich nämlich dann wieder raus wollen. Weil das Rausgehen ist, glaube ich, vorbei. Wir können ihn hier abhängen. Mit dem Geheimgang. Kommt heraus. Jetzt steht er schon wieder da. Weil hier können wir auf jeden Fall die Mücke machen. Na gut, dann probieren wir es mit. Kam ja nur die eine Möglichkeit. So. Ich werde euch suchen, bis ich euch gefunden habe. Ach, jetzt bist du auf einmal wieder komisch drauf. Jetzt aber wieder normal. Aber ich reset ihn mal lieber. Hä? Oh, oh. Heißt, wir gehen hier hinten lang. Jetzt sind wir nämlich hier. Ich würde die gerne mal aufheben, um zu gucken, wer das ist. Moment Front, Lord, Eche, hier ist Minion. Da kommen wir auch noch hin. Beziehungsweise sind wir eigentlich schon gewesen. In einem anderen Video. Okay, wir hängen jetzt schon ziemlich lange rum. Ich will es jetzt gerne mal zu Ende bringen. Okay, ich hoffe nur, es klappt jetzt. Achso, da ist der Decker. Wir haben so viel Müll. So. Okay, den haben wir schon. Das ist Nummer 4. Schleicht nicht länger herum. Shit. Wer hat euch geschickt, Schurke? Shit. Okay, ich sollte die Keys nicht hinschmeißen. Okay, dann machen wir mal alle Dinge auf. Key Nummer 3. Ach, das. 3.
4. 1 und 2. Das Diary. Das ist, du wirst mich doch verarschen. Und den Loot. Okay, los. Wer hat euch geschickt, Schurke? Schnell sind wir weg. Okay, jetzt nur noch über den Wasserausgang raus. Und dann sind wir endlich raus aus diesem furchtbaren Bereich. Also, die Mission macht... Also, mir macht sie absolut nicht so viel Spaß. Die ist wirklich nur noch... Nur anstrengend und viel... Viel Strecken. Oh, shit. Was war das? Lasst mich in Ruhe! Scheiße, alles verkackt. Sie ist viel... Strecken von der Mission, in der man Schlüssel sucht. Der sucht mich ja immer noch. Oh shit. Das ist aber jetzt jemand anders, oder? Das ist jetzt der hier, der immer hängt, genau. Okay, er sucht nach mir. Wohin ist er nur verschwunden? Wo ist er nur verschwunden? Das andere. Der Inquisitor-Typ ist das, oder? Der ist anscheinend dann doch weggerannt und hat Hilfe gerufen. Höre euer angsterfüllte. Jetzt sind sie alle ein bisschen gewarnt. Wer seid ihr, Schurke? Naja, nicht alle. Was? Hallo? Wer spricht da? Endlich habe ich mich getäuscht. Die Wache kriegt nichts mit hier. Ich werde euch suchen, bis ich euch gefunden habe. Psst. Und tschüssi. So. Gluck, gluck, gluck. Oh, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Vor allem, der schreibt alles, selbst Meeting, war alles immer so in... Weiß nicht, wieso immer Leerzeichen zwischen seinen Buchstaben sind. Statistik. Ey, wir haben 100% hinbekommen. Aber wir haben den Taschendiebstahl nicht komplett. Warum? Warum habe ich den Taschendiebstahl nicht komplett? Ich glaube, wegen der Leiche. Nee, von der Leiche haben wir nichts weggenommen. Irgendjemand hat nicht funktioniert. Es gab keine Bogenschützen. Wen habe ich nicht berauben können? Beziehungsweise, was sollte der denn gehabt haben? Er hatte keinen Loot. Definitiv nicht. Einen Schlüssel? Auch nicht. Übrigens, eine Lootbox haben wir nicht aufbekommen. Und zwar die in... Vinor, oder wie er hieß. Der Typ, der mit Echram oder Echram irgendwie zu tun hatte. Ah nee, Soha war das. Nee, Joha. Nicht Veo, oder wer? Vini, oder Vini, Vini. Vini war jemand anders, Vini Würstchen. Nee, das war auf jeden Fall Joha. Und der hatte auch eine Lootbox gehabt, die habe ich auch noch nicht aufbekommen. Aber da kann kein Loot gewesen sein, das war wahrscheinlich dann einfach nur leer. Oder, was könnte man da noch reinpacken? Einen Schrauben, einen Schissel. Genau, so ein Erbauerschissel. Der dann auch immer im Inventar fest ist, den ich nicht mehr rausbekomme. Damit ich noch mehr Müll habe im Inventar. Ja, aber was soll ich so groß von der Mission sagen? Ich kann eigentlich nichts Gutes von der Mission sagen. Weil, es war jetzt nicht komplett für den Arsch. Also es gibt schon Details und so, wurde eingebaut. Aber ich finde, man hat vornherein schon falsch die ganze Sache ja angefangen. Die ganze Investition, also dieses ganze Eindringen in diese Mechanistenkirche, dann die Verteilung der Schlüssel, dann teilweise die Orte sind einmal zu, also die Orte, wo man richtig viel Platz hat, da passiert null. Da, wo man viel machen muss, ist einfach alles viel zu eng. Was gut war, vielleicht die Wachen mit ihren Schlüsseln und jeder Schlüssel hat, also jedes Quartier hat seinen eigenen Schlüssel. Aber ich hätte mir da gewünscht, dass man alternativ reingehen kann.
und ansonsten knacken, also nicht alternativ knacken kann oder halt den Schlüssel besorgt. Und wenn man halt nicht den Schlüssel holt, dann ist das Dietrich knacken halt lange. Aber alles andere war ja hier alles auch langes Dietrich knacken. Deswegen. Es war sehr mühselig. Und ihr seht schon 1 Stunde 4 Minuten. Also das Video wird wahrscheinlich auch mega lang sein gerade. Ja, ich gebe ganz schnell eine Wertung. 1 von 5 langweiligen Kisten. Ja, das war Old Bad Fellows. Ich verabschiede mich von euch. Und wir sehen uns zur nächsten Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.